Hallo, willkommen zum, ich gehe mal davon aus, wirklich den endgültigen letzten Boss, den wir hier besiegen müssen. Ni No Kuni 1, Zodiac, der wahre Endboss. Denn Cassiopeia ist schon wieder normal. Das haben wir hinbekommen. Aber der Rat ist halt immer noch da, ne? Und jetzt müssen wir den auch noch vernichten. Ja, wie das funktioniert? Keine Ahnung. Wir haben ja Satellit A, B, C und D. Und Zodiac allgemein. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was greifen wir jetzt eher an? Ein Satellit oder Zodiac? No? Ich gehe eher davon aus, dass die Satelliten auch durchaus wichtig sind und theoretisch irgendwas Böses machen. Dementsprechend würde ich eher sagen, gehen wir mal auf die Satelliten, oder? Oh, sofort Chaos, ja klar. Klar. Warum nicht? Klar. Geht es allen gut? Tut mir leid, ich darf Ihnen nicht die Gelegenheit geben, solch einen Angriff auszuführen. Liebe Olli, du musst sie treffen, bevor sie dich treffen. Los, ja, klar, so funktioniert's. Kann sich vielleicht irgendwo auch mal darum kümmern, dass... Man kann Schaden bekommen. Alter! Okay, das wird wahrscheinlich nichts. Die piekst und piekst und piekst und piekst und... Oh, ich habe auch irgendwie... Ich kann ihn auch nicht blocken, ne? Den Angriff konnte ich auch nicht blocken. Jetzt habe ich den Ultra-Debuff, ne? Wenig Angriff, wenig Verteidigung, wenig alles. Ja, gute Gelegenheit, das war super toll, aber ich nutze die Gelegenheit vielleicht doch noch. Ich hätte sie lieben. Alter, ich habe einfach von allem nur Scheiße. Habe ich nicht irgendwas probieren, wo ich das Problem aufheben kann. Das wahrscheinlich, ne? Aber davon habe ich nur einen. Die haben alle, Pick! Die Satelliten müssen weg wahrscheinlich, ne? Wirklich. Weil diese Stachelangriffe machen. Ja, diese hier. Alter, geschockt. Geht das auch noch mal weg, ja. Seine Liebe fassen. Okay, einen Satellit haben wir schon mal. Er macht den Meteor, du machst den Meteor, das ist okay.
hätte gerne irgendwie eine Möglichkeit, so Angriff zu machen, ohne dabei nah an den Gegner rangehen zu müssen. Weil ich habe ja einen Zauberstab, also das muss ja irgendwie möglich sein, aber es ist ja scheinbar dann doch nicht möglich. Ach so, shit. Ah ja, natürlich. Okay, ich verstehe diese gute Gelegenheit, die jetzt immer kommt, ne? Das ist gescriptet, oder? Das wirkt so gescriptet, dass ich, falsch. So, das wirkt so gescriptet, dass immer, wenn so die Arch versucht, da so einen Special-Angriff zu machen, dass der geblockt wird automatisch. Ach, da auszusehen, nein. Oh, jetzt hat ein Lied. Oh. Boah, nächster Satellit weg. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mana-technisch nicht so ganz schön. Wir haben ja was mit... Wir haben so ein paar Mana-Instant-Auffüller, ne? Für alle, oder? Nee, nicht für alle. Ja. Da, jetzt bestimmt wieder. Ja, okay. Ja, das ist gescriptet. Okay, immerhin. Und dann auch nochmal bei ihm hier. Und dann sind die erstmal wieder schön am Ball. Ah, war so klar, dass Satellit E dann noch kommt, ne? Natürlich ärgerlich. Durch. Ja, Fehlschlag, gut. Nee. Die sind aber, glaube ich, trotzdem so, dass wir die Satelliten hier... ...hier bekämpfen, anstatt dass sie mal nachspawnen. Was kommt da? Ja, okay. Wie sieht's aus? Eigentlich okay. Dann würde ich mal sagen, vielleicht, dass ich meinen Zauber loslasse. Vielleicht Morgenstern mal hier auf den hier. Was gebracht? Weißt du, wie sieht's aus? Ich glaube. Bohrender Blick. Okay. Hat getroffen, shit. Äh!
Sorry, ich habe alles in den falschen Switch gemacht. Oh, habe ich das doch. Oh, ich habe auch mal gekämpft. Lied E ist fast tot, ne? Aber wir sollten trotzdem mal auf die gehen. Na mal, sagt die F ist ja aber auch hier die dreistigkeite Person, ne? Okay, so. Hau ab, verpiss dich. Niemand mag dich. Gut, Mana, ja, da haben wir wieder ein Problem, ne? Okay. Nein! Nein! War das gerade... Ich hoffe. Das ist nicht gut. Ich darf, dass ich das nicht blockieren kann. Das ist so dreist. Okay, das ist weiter brauche ich nicht. Aber so nicht blockieren kann. Scheiße. Chaos. Das wird uns richtig schön wehtun. So, wer wird sterben von uns? Keiner. Doch ich. Oh nein, Olli ist gestorben. Fuck. Proviant. Rauke. Gut. Olli ist wieder da. Ja, klar, Olli. Mach Abendstern, natürlich. Oh nein. Kann die das nicht mal lassen, diesen bohnen Fuckblick. Sattel G, Sattel, ich kann mir jetzt so die Art an. Aber nicht mit Olli, sondern hier mit. Mist! Das hätte ich nicht blocken dürfen, das war wieder diese Fähigkeit. Okay, jetzt haben wir wieder ein kleines Problem. Jetzt haben wir wieder 1 Milliarde Satelliten und die müssen jetzt mal langsam weg hier. Yeah.
eigentlich mit meinen Leuten los? Haben die überhaupt noch Mana? Die haben immer kein Mana. Mal. Also ich würde zumindest nicht daran verrecken. Okay, dann werden wir hier ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Okay. Blick, warte, ist auf mich gemacht wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich ja nicht verteidigen, ne? Funktioniert ja nicht. Klar doch! Das machst du sofort hinterher, du! Wie soll denn das bitte? Das wird, wir werden alle drauf gehen. Ey, ich finde das immer noch maximal unfair. Esther! Siehst du nicht, dass du fucking nochmal wenig Leben hast?
Okay. Wenn es drauf gegangen, ich raste aus. Ach, und jetzt ist er auch noch. Klar. Dann bricht einfach die Aktion ab. Ich habe das Gefühl, dass teilweise auch noch Proviant verbraucht wird, obwohl das gar nicht durchgegangen ist alles. Da kommt jetzt mal richtig der Schaden durch. Wieso verteidigen die sich nicht? Ich hab doch Verteidigung gewusst. Sagen, wir machen wir hier Pause. Die Zeit sagt halt ja, ne? Ja, das wird ein langer Kampf. Eine lange Folge, meine ich. Ja, das war nicht zu blocken. Scheinbar bricht das jetzt sowieso ab. Achso, nee, bei ihr bricht das nicht ab, ne? Nein, natürlich nicht. Das bricht nur ab, wenn fucking nochmal was bei mir passiert. Alter, so ein... Unglaublich... unfair. Ihr macht das... Diese Fähigkeit macht es das wieder auch die ganze Zeit durchgehend, weil... Es merkt so, ja geil, das funktioniert. Schon? Da, unsere Chance. Wo ist es? Hey. Ich hasse ihn. Okay, perfekt. So, wenn das jetzt nicht klappt. Ja, stirb! Oh, du Glück. Also ich habe jetzt gar nichts mehr irgendwie gehabt zum Wiederbeleben, glaube ich. Also das wäre, also nicht in den Händen losgegangen ist, am Ende noch so ein paar Prozent Leben.
So, wehe, da kommt noch die vierte Phase. Also wenn das passiert, dann habe ich halt leider verkackt. War ja maximal unfair. Again, stirring in my heart. You have given me hope, the strength to overcome sadness. It's time for a fresh start, Your Majesty. She's not wrong. Give the world a try and keep your chin up, all right? Yes, and let the past stay in the past. Too right. That's what her old man would have wanted, isn't it? Indeed. But first, I must make amends to the people of this world for all that I have done. Of course, but take things one step at a time. I will. And my first step shall be flowers. Flowers? Yes, I shall fill this palace with their beauty. I want to see smiling faces. I want to make everyone happy just as they once were. This world shall bloom. You can do it, Your Majesty. I just know you can. And I want you to see it. To see the world you saved. Jetzt sind wir durch. Alter, geiles Game, geiler Endkampf, teilweise ein bisschen unfair gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber an sich, es hat einfach fucking Spaß gemacht, das Spiel. Es ist ein tolles Spiel gewesen, Ni No Kuni. Es, was ist mit den Credits los? Ich habe keine Ahnung. Credits? Die Credits haben einen Bug scheinbar. Okay, das Einzige, was hier scheinbar nicht so richtig funktioniert, sind die Credits. Irgendwas scheint hier komplett fehlerhaft zu sein. Aber egal, wir haben es durchgespielt. Ihr seht diese komischen verbuggten Credits hier am Start. Also, könnt ihr euch noch ansehen. Das ist ja unglaublich. Also alles läuft in dem Spiel eigentlich ganz gut. Außer die Credits, die sind dann kaputt. Das kann ich mir doch nicht hier so kaufen. Das ist ja auch lustig. Okay, Leute, ich werde gleich noch mal ein bisschen mehr reden, denke ich mal, wenn die Credits noch lange gehen. Ich weiß nicht, wie lange die gehen, weil ihr seht's ja, das ist ganz merkwürdig, was da abgeht. Aber ihr könnt ja noch ein paar Bilder sehen und so weiter und so fort. Ich muss mal hart pissen. Das ist unglaublich. Ne? Aber schaut euch die Credits an und so weiter und so fort. Ich werde gleich noch mal ein bisschen was reinreden, damit ihr auch ja nicht abschaltet, ja. Thank you.
So, also. Was ich zu dem Spiel sagen möchte. Also, es war ganz gut. Hatten keine Fehler, das ist auch schon mal ganz geil. Gut, außer die Credits, das ziehe ich jetzt aber mal nicht dazu. Ja, okay, wenn die Credits jetzt fehlerhaft sind, okay, das wird uns nicht daran hindern, das Spiel durchzuspielen. An sich war das Spiel, ich muss sagen, storytechnisch, ich weiß nicht, ob ich das besser als Ni no Kuni 2 fand. An sich war das schon ganz cool, was das Spiel so zu bieten hatte. Das Kampfsystem war so ein bisschen blöd, fand ich, also im Gegensatz zu Ni no Kuni 2. Jetzt sind die Credits vorbei, ne? Toll. Ich habe so lange gepinkelt, dass ich... Das Spiel war gut, ne? Oh, guck mal, hier seht ihr noch ein bisschen extra Content am Ende. My, you are an early bird. Morning, Miss Layla. It's such a help having you around, dear. I love my job. So you take this piston and you connect it here. All right. I'm gonna crack it this time. You see if I don't. Mom, I'm gonna get on with my life. And I know you'll always be watching over me. Ende. Ja, das war Ni no Kuni 1. Gutes Spiel, Kampfsystem hat mich ein bisschen abgefuckt teilweise, weil das halt so ein Mix aus zwei Kampfsystemen irgendwie war. Ganz okay, das mal zu machen, aber das hat halt nicht funktioniert, ne? So wirklich gut war das nicht. Und dann hattest du halt Gegner, die dann teilweise schneller angreifen als andere wiederum und dann hast du teilweise keine Chance dann zu verteidigen. Weil der Verteidigungsmove dann ja auf Cooldown ist, wenn nach einem Move, wo man verteidigt, dann nochmal einen Move macht und dann gleichzeitig den auch noch so schnell macht, dass du sowieso keine Chance hast, weiß ich auch nicht. Manche Angriffe konntest du nie schneller als den Gegner triggern, weil dir immer so instant einfach da war, der Angriff. Verstehe ich einfach teilweise nicht. Also manchmal war das Kampfsystem echt ein bisschen unfair. Aber an sich war das Spiel ganz cool. Ich finde Ni no Kuni 2 nochmal einen Tick besser. Wenn man jetzt mal dieses blöde Bausystem da aus dem zweiten Teil mal ignoriert, fand ich die Story ein bisschen besser. Das Kampfsystem fand ich viel besser. Man konnte überhaupt auch mehr erkennen oder überhaupt sehen, woran sich das Fliehen überhaupt orientiert, ne? Gut, das haben wir jetzt so stark nicht genutzt. Am Ende jetzt nochmal, sind wir nochmal ein bisschen geflohen von Kämpfen, weil schnell mal da zum Endkampf zu kommen, ne? Aber bei Ni no Kuni 2 konnte man ja auch sehen, woran es lag, dass man nicht fliehen konnte. Nämlich, dass man angegriffen wurde, weil man rennt ja gegen diese gegen diese Begrenzung der Kampfzone, wo man ja kämpft. Und dann läuft er zum Balken vor. Und wenn er vollgelaufen ist, hat man geschafft zu fliehen. Und wenn man angegriffen wird, dann hat man es halt nicht geschafft. Okay. Aber du weißt ja nicht beim Fliehen in Ni no Kuni 1, ob du jetzt angegriffen wirst oder nicht. Das ist ganz komisch. Also, weiß ich nicht. Also der erste Teil, der gefällt mir ein bisschen weniger als der zweite Teil. Der zweite Teil war echt super. Und ja, dieses Bausystem. Aber ich sag mal so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, so das nervt einen oder ne, regt einen auf. Es ist einfach nur so eine langweilige Mechanik irgendwie so. Macht man mit, aber gebraucht hat man das jetzt auch nicht. Aber wirkt natürlich so ein bisschen auch zur Immersion bei, trägt zur Immersion bei, dass, man ja in Ni no Kuni 2 ja eine eigene Stadt, ein eigenes Königreich aufbaut. Somit ist es ja auch wieder in Ordnung. Also im Grunde genommen, ganz gutes Spiel. Was eine Seite, ein Zauberblock. Ja gut, jetzt bekommen wir noch ein paar Seiten.
Lol, haben wir einen Wiederbelebungszauber bekommen? Oder was? Bekannt ist ein abgeschlossenes Spielstand speichern. Hä? Aber konnte ich das? Ich konnte doch vorher auch schon speichern. Wenn du einen abgeschlossenen Spielstand lädst, erscheinst du an dem Punkt kurz vor dem letzten Kampf mit der Weißen Königin. Du erhältst Zugriff auf eine Reihe von Spielelementen, die erst nach dem Abschluss des Spiels zur Verfügung stehen. Okay, gibt noch ein Endgame. Einen abgeschlossenen Spielstand erstellen? Ja, mach mal. Ja. Also wenn ich den jetzt fortsetze, den hier, bin ich im Motorwälder. Abgeschlossener Spielstand geladen. Ah ja. Du wirst kurz vor dem letzten Kampf gegen die Weiße Königin wieder ins Spielgeschehen einsteigen. Du hast jetzt Zugriff auf eine Reihe von Spielelementen, die erst nach dem Abschluss des Spiels zur Verfügung stehen. Im Casino und bei den Salomonischen Spielen erwarten neue Herausforderungen. Ah, stimmt, das Casino gibt es ja auch noch. Neue Aufgaben sind jetzt verfügbar. Ja. Das war's. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Also es ist halt ein gutes Spiel. Kann man spielen, Leute. Ich weiß nicht, wie das ist, ob zu der Zeit, wo jetzt diese Folge rauskommt, dass noch ein Game Pass drin ist. Aber Leute, falls ja, es ist halt im Game Pass drin. Oder ich habe es zumindest über den Game Pass gespielt. Der Game Pass lohnt sich für solche Spieler natürlich auch immer ganz gut. Vor allen Dingen, weil Ni no Kuni ist halt auch so ein Spiel, das spielst du einmal durch. Und wenn du dann die Story erlebt hast und weißt, wie das ist und so schön und gut, dann spielst du es normalerweise eigentlich nicht normal durch. Heißt also im Großen und Ganzen, dass du dann das Spiel dann quasi auch wieder weglegen kannst. Und dann, ja, im Game Pass hast du dann, weiß nicht, wenn du einen Monat brauchst oder sowas, einmal 12,99 €, beziehungsweise PC Game Pass 9,99 €, zack, hast du das gezahlt für Ni no Kuni, hast gespielt, weißt wie es ist, hast Spaß daran gehabt, ja, und musst dann nicht irgendwie 950 € oder sowas zahlen dafür. Also für solche Spiele lohnt sich das durchaus auch sehr. Allgemein ist der Game Pass ein sehr gutes Angebot. Ich will hier keine Werbung machen, ne? Das ist ja so meine Meinung, ne? Ich werde hier auch nicht bezahlt für irgendwie was, ne? Ich meine, meine Reichweite ist auch so gering, da lohnt sich das überhaupt gar nicht, mich dafür bezahlen, dass ich Werbung mache für irgendwas. Aber, nur mal so für den Hinweis, falls es euch interessiert. War halt im Game Pass drin. Da gibt es halt einige durchaus gute Spiele. Ich kann immer mal wieder, einmal rauskrame. Also, werden auch noch weitere Spiele kommen, die in Game Pass drin sind, weil es einfach sehr praktisch ist. Ja, gibt auch noch übrigens nicht noch weitere Spiele in Game Pass und es gibt auch weitere Spiele bei mir auf dem Kanal, die ich schon gespielt habe. Für diejenigen, die es interessiert, sehr viele, die ich schon gespielt habe. Ich sage immer wieder The Witcher, ne? Weil auch ein gutes Spiel. Ne? Die Witcher-Reihe komplett von Teil 1 bis Teil 3, alles gespielt. Oder Guild Wars 2 oder das Main MMO, was hier auf dem Kanal gespielt wird. Gibt's auch zu sehen. Und vieles mehr. Sacred, also Hack and Slay Spiele, gibt es hier zu sehen. Und Divinity von Divinity Ego Draconis angefangen. Also ne, Ego Draconis und Flames of Vengeance. Bis hin zu Divinity 2. Divinity, auch Original, das sind zwei so, nicht Divinity 2. Dragon Commander auch. Alles gespielt. Wer irgendwie, keine Ahnung, nicht weiß, wie man in Divinity 2 irgendwas macht oder vorankommt in der Story, kann vielleicht dann meine Videos zur Rate ziehen. Sowas alles gibt's bei mir. Könnt ihr mal vorbeischauen. Abo da lassen, wenn ihr Bock habt. Kostet ja nichts auf YouTube. Und Daumen nach oben oder nach unten. Und Kommentar schreiben, so. Kann man machen. Mach nichts Böses. Und das hilft mir ja weiter. Und euch schadet es ja nicht, wenn man mal kurz auf Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, klickt. Ne? Oder mal einen Kommentar schon ein bisschen
anspruchsvoller, weil da muss man ja schreiben, da muss man sich ja was überlegen. Aber mal so ein Klick auf den Button, wie abonnieren oder Daumen nach oben oder so, das dauert nicht mal eine Sekunde. Na? Also, denkt mal drüber nach. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Und rein. Tschüss.